Gio Leute und willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal, was zuvor geschah. Wir konnten uns endlich mit der Welt treffen und sie gab uns unsere Sachen zurück. Daraufhin haben wir uns direkt mal mit unserer Lasergun an gewissen Orten umgesehen. Gehen wir mal zum Teleporter, würde ich sagen, ne? Beziehungsweise halt zum anderen Teil des Labors. Wo, vielleicht kommen wir da jetzt auch ein bisschen weiter, ich weiß es halt nicht. Sehen wir ja gleich. So, jetzt müssen wir natürlich die Augen aufhalten. Hier war nix, ne? Da waren wir ja schon drin, glaube ich. Ja. Weiß nicht, gab es hier einen roten Block? Weil hier kommen wir auch noch nicht durch. Das ist ja immer noch dieser Mechanismus, der irgendwie verschlossen ist. Guck mal, da mit der Farbe auch. Scheint auch wieder irgendeine Nebenquest zu sein. Und leider habe ich absolut keinen Plan, wie man da reinkommen soll. Warte mal, waren wir? Da waren wir natürlich, aber ich will ganz kurz mal gucken, ob es hier irgendeinen Block oder so noch gab. Oder irgendwas anderes, auffälliges. Nee, ne? Okay. Aber dieser Block ist auch sehr komisch, ne? Findet ihr nicht? Kann man auch nichts mitmachen. Immer diese Allergie in letzter Zeit wieder. Sehr nervig. Okay, nee, da wollte ich auch noch nicht hoch. Das sparen wir uns jetzt mal. Achso. Stimmt, den Hook müssen wir auch noch kriegen. Ist ja wieder völlig vergessen. Boah, es gibt noch so viel, was wir kriegen müssen. Echt heftig. Da kommen wir nicht weiter. Gehe ich jetzt richtig? Ja doch, ich glaube, das müsste passen. Ah, schade. Gut, das wird also auch noch was geben. Genau, und hier? Kann ich jetzt hier irgendwie? Nee, aber von der anderen Seite. Wie auch immer man da hinkommt. Aber okay, dann später relevant. Ich weiß nicht, steht ob Tech City oder eine Main Laboratory. Ist das das Main Laboratory hier? Ich glaube ja, ne? Weil hier ist ja auch Tech Alpha. Also wenn, wird sie bestimmt hier irgendwo chillen. Ah. Warte, was? Es sieht sehr leer aus hier. Ja, da ist man einmal kurz weg und direkt geht's hier weiter. Wo sind alle Tech-Fracks hin? Vielleicht haben sie einen freien Tag oder so? Ich sollte mal die Stadt abchecken. Dort ist die Chance, Evel zu finden, sehr gering. Aber ich könnte trotzdem Glück haben. Ja, ich wollte ja so von Anfang an schon in der Stadt mich umsehen. Aber ja gut. witzig auf jeden Fall, dass jetzt quasi auch, hätten hier einfach rumsuchen müssen und nichts finden können. So habe ich mir einfach die Zeit gespart und ihr auch, weil das wird ja weggeschnitten. Deswegen sehr witzig, dass ich genau in dem Moment kurz eine kleine Toilettenpause gemacht habe. Ja, hier war das. Ah, das war das mit dem Terminal, genau. Ja, ich wollte mich noch mal ganz kurz hier umschauen. Weiß nämlich nicht mehr, ob es hier noch irgendwas gab, was wir nicht machen konnten, weil wir halt nur die eine Dingens hatten oder so und noch keine Plasma Gun und so. Also, das in der Kombination irgendwie nicht ging. Achso. Ey, das war das Crafting-Ding. Hier ist jetzt zu. Okay, witzig. Aha. Guck an. Hat sich doch gelohnt, sich hier noch ein bisschen umzuschauen. So wie wir die Plasma Gun haben. Ja, was hätten wir eigentlich gemacht, wenn wir hier gar keinen was hätten wir denn gemacht, wenn wir gar keine Muni gehabt hätten? Oder hat die uns auch ein bisschen mit Muni provided, als sie. Nee, sie hat nur die Plasma Gun gedroppt. Achso, aber wir hatten eine Charge. Aber trotzdem, das hätte nichts gebracht. Weil stellt euch mir vor, ich hätte jetzt einmal random verballert bei Gegnern und so und wir wären dann hier irgendwann hingekommen.
Oder wobei, nee, wir konnten ja auch vorher. Ja, nevermind. Aber ja gut, muss man auch erstmal finden, dann würde ich sagen. Schon ein bisschen fies. 5, 6, 7, 1, 0. Schon ein bisschen gemein, dass man nicht weiß, wo man quasi die Muni craften kann dann. Also wenn man das nicht findet. Und sich dann entsprechend erstmal umsehen muss. So, wir können das hier ausmachen, also die Lava beseitigen. So, was bringt uns das hier? Das nur wegen der Notiz? Ah, nö, aber Server Password Texte. Stimmt, Leute, wir haben das Server Passwort, ne? Ah, und damit bestätigt sich auch meine Vermutung, dass jeder Server ein eigenes Passwort hat. Das habe ich ehrlich gesagt völlig vergessen. Exit und Main Laboratory. Ja geil, dann können wir mal gleich gucken, was das überhaupt bewirkt. Ach, sorry. Gut. Blödeln hier aber auch die ganze Zeit nur rum. Oder was heißt rumblödeln? Wir schauen uns halt viel um. Wir müssen jetzt hier aber wieder zurück, ne? Gut. Zeit zum Teleporter zurückzukehren. Wenn ich weiß... Ah, warte, aber wir können jetzt... Sorry. Aber wir können da unten jetzt auch wieder alles aufmachen. Fällt mir gerade mal so ein. Ich glaube, beim Pausenraum... Ah, ne, den hatten wir schon aufgemacht, ne? Ja, genau. Oh! Oh, hallo. Was war denn hier? Ja, ich weiß, ich weiß. Aber besser, wir sehen uns jetzt um, als dass wir es hinterher vergessen und dann ne, richtig lange Zeit noch brauchen, um das wiederzufinden. Weil wenn man schon mal was sieht, wo man hingehen kann, dann lohnt es sich auf jeden Fall, das direkt mitzunehmen. Ach, aber das ist nur so ein... Ah, nee. Bin mal gespannt, wo ich da hinkomme. XP. Lol, was? Damn. Aber was bringen mir die XP? Weil wir haben ja selber einen... Oh, Level 12. Okay. Ah, da rechts steht die XP. Boah, wir brauchen richtig viel, um zu leveln. Und hier ist auch richtig viel Geld. Was geht ab, ey? Damn. Das ist sehr cool. Oh yeah. Gut. Und hier haben wir auch nochmal wieder super XP. Meine Güte. Also es hat sich ja voll gelohnt. XP-Bonus. Sehr schön. Hier konnte man auch runterfallen? Aber das war ja schon auf, ne? Ah, ne, warte mal. Wo war denn dann... Wait a minute. Ich will nur einmal ganz kurz gucken, wo wir da runtergefallen wären. Wären wir jetzt beim ersten. Ja, direkt runtergejumpt. Warte mal, das war... Das war das. Ach so, das war einfach dann hier nur der Hauptflur, ne? Oder so. Ja, okay. Gut. Ja, geil. Hat sich doch gelohnt, oder? Wie seht ihr das? Das hat sich doch sehr gelohnt. Gut, was hatten wir hier? Ne, hier war das nur das Terminal. Musste man irgendwo schauen. Ich würde noch gerne halt am Anfang einmal das aufmachen, da beim Gefängnis quasi. Da können wir jetzt auch hin. Oh, das ist schon auf. Ach, das war der alternative Weg zur... Ne, was? Nee, da unten gab es nichts. Stimmt, da habe ich mich ja schon umgeguckt mit der anderen, mit der Well quasi. Das heißt, das können wir uns schenken. Ich glaube, das ist dann einfach nur ein alternativer Weg hier, ne, zur Stadt oder so. War das nicht so? Warte mal, warum ist das jetzt zu? Ja, falsch uns. Genau, ich will aber gerne, weil das ist jetzt Tech Fritty. Wahrscheinlich. Tech Freak City. Oh nein, unser Inventar wird geklärt, während wir am PC sind. Warum?
Ja, okay, er hat es so mit der Maus gemacht. Okay, Server Tech, das müssen wir uns angucken. 22845. 22845. So, machen wir das doch einmal. Gucken, was passiert. 22845. Hacking. Press 5. Press 2. Oh oh. 5. Wir müssen 2. 3. Coole Musik. 0. 7. Was passiert beim Fehler? 7. 5. Okay, es passiert nichts, wenn man was Falsches drückt. Ey, cool. Geil. Aber was passiert jetzt? Hacking. Okay. Server hacked. Unlocked quick teleport for this location. Ja, das heißt, quick teleport. Und jetzt ändert sich auch die Mucke? Aber was heißt denn Quick Teleport? Warte mal. Was ist denn? Also, dass gar kein Countdown mehr ist? Aber wieso Access Denied? Ich hab's doch gehackt. Schade. Ich dachte, jetzt kommt actually was Neues, aber warte mal dann. Heißt ein Quick Teleport? Also wir wollen uns noch mal kurz zum Main, also ich weiß, wir müssen ja hier hin, Tech Track, aber ich will ganz kurz das andere auch noch mal aktivieren. Okay. Heißt das dann einfach, dass dieser ganze Loading Screen, das da hinlatscht und so, einfach jetzt wegfällt? Aber coole Mucke, auf jeden Fall. So, dann aktivieren wir das hier auch mal ganz kurz. Ist die Frage, ist das Serverpasswort jetzt weg aus unserem Inventar oder vermüllt uns das jetzt? Wäre irgendwie nicht so geil. Aber ich glaube, das wird vielleicht konsumiert dann, oder? Ja, sehr gut. Gut, machen wir nochmal hier drauf. Wir haben 57271. 57271. Okay. Okay, also die Schwierigkeit nimmt auch zu, je nach Location, glaube ich, oder? Wobei, nee, das fühlt sich gleich an. Nice. Okay, dann können wir auch gleich mal testen, was es mit dem Quick Teleport auf sich hat, wenn wir jetzt nämlich wieder zurückgehen. Wobei, bevor wir zurückgehen, wenn ich jetzt eh schon mal hier bin. Ach nee, das war das Ding. Nee, ich wollte eigentlich Overworld auschecken. Ah, damn. Ja, nee, ich habe jetzt auch keine Lust, Overworld-Passwort zu suchen. Oder? Leute. Wir müssen es tun. Ich will mich da wenigstens mal umsehen, um zu gucken, ob es da irgendwo jetzt was mit dem mit der Plasma-Gun gibt. Braucht diesen Stern an der Overworld, okay? Ihr müsst das verstehen. Ah, ich mag den Track auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. So, sehr gut. Dann schauen wir doch mal, was es hier jetzt gibt für uns. Vielleicht gibt es ja auch nichts, aber ich... Ah nein, das war der PC. Da wollte ich nicht hin. Vielleicht gibt es auch gar nichts hier für uns. Und das war komplett useless. Aber egal. Wir testen es wenigstens mal. Oder wir schauen wenigstens mal. Wir haben jetzt alles bis auf unsere Gasmaske. Das heißt, wir kommen hier schon mal nicht zurück. Ah, warte mal. Da gäbe es was für die zweite Stufe der Plasma-Gun. Damn. Aber sonst gibt es nichts, echt nicht? Ah, damn. Also was komplett useless. Also, wir merken uns, wir brauchen Stufe 2 Plasma-Gun. Na gut. Dann schauen wir jetzt mal, was mit dem Quick-Teleport auf sich hat. So, wir müssen zum City Entrance. So, mal schauen. Fail to close File Transporter? Yes. Hä? Nein, sag mir nicht, dass jetzt einfach nur dieser Ladescreen wegfällt dadurch. Oder ist das, weil diese Location noch kein Quick Teleport aktiviert hat? Ja, ich glaube, ist wirklich so. Ich glaube, diese Transition ist einfach gerade weggefallen, oder? Ich habe ehrlich gesagt nicht drauf geachtet am Anfang. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, falls ihr es bemerkt habt, was sich geändert hat. Aber ja,
Genau. Wir können hier rausgehen. Boah, es ist krass.